Es dreht sich letztendlich um die Erkenntnis, dass der einzige Weg in die Heilung, in die Heiligkeit, ich könnte auch in den Seelenfrieden, führt durch Einverstandensein. Das heißt, wenn ich mit allem einverstanden bin und mir schreiben jetzt dieses Ayin als nicht existierend, wenn ich nicht existierend bin, wenn ich ein, und ich habe das jetzt drunter dann, das Verstanden durchgestrichen, wenn ich einverstanden bin, dann bin ich das Ich Bin in der Esoterik. Und jetzt ist die große Schwierigkeit in der Selbstbeobachtung. Das bist du ja schon, wenn du ein Beobachter wirst, der sich und sein Wertesystem beobachtet, ohne sein eigenes Wertesystem zu werden. Wenn du jetzt in deine Medien reingehst, jetzt sage ich wieder zeitaktuell, immer abhängig, wann du das Video anschaust, wenn du das jetzt das erste Mal siehst, dann sieht es ja so aus, dass wir jetzt in einer Phase leben, Anfang 2020, dieses Riesenspiel zwischen rechts und links. Die Medien schwenken jetzt von Corona um. Wir hatten hauptsächlich Corona-Videos, zurzeit schwenkt es um wiederum in die Ausländerfeindlichkeit. Und diese Ausländerfeindlichkeit von den offiziellen Medien haben wir natürlich wieder den Widerpart, wir nennen das einmal links und rechts. Links ist immer umgedreht. Jetzt darf man nicht den Fehler machen, dass rechts richtig ist, weil wir haben dann vier Seiten, wie mit Plus, Minus und Minus, Plus. Deinem Denken ist, dass du die Welt erschaffst und du reagierst auf die Welt und alles, wo du resonierst, ob das positiv oder negativ ist, wird sich wiederholen und die Sachen, die dir vollkommen gleichgültig sind, die sind schon wieder weg, kaum dass sie aufgetaucht sind. Da habe ich genügend Beispiele. Ich mache nur einen kleinen Umriss, wenn du jetzt eine normale Tageszeitung vor dir liegen hast und du blätterst die durch. Jetzt normal gedacht, ist es ja dann für dich da außen das Bild vor dir und du rasterst jetzt in der Zeitung, kannst du ja die Zeitung im Ganzen, wenn du anschaust, das ist wie mein Beispiel mit der Tastatur, siehst du zwar die Zeitung mit den vielen Artikeln oder kleinen Werbeanzeigen, aber du kannst keinen lesen, weil du musst dich auf einen fokussieren. So wie wenn du jetzt die Tastatur anschaust, hast du zwar auf deiner VR-Brille, wie ich das nenne, sinnlich wahrgenommen die Tastatur. Willst du jetzt aber Detailinformationen, musst du dich auf einen kleinen Bereich innerhalb der VR-Brille fokussieren. Ich sage immer wieder auf die Taste Plus, dann sehe ich, da ist ein Stern drüber und rechts daneben eine Schlangenlinie. Und genauso ist in der Zeitung, dass du dich auf einen Artikel oder eine kleine Anzeige fokussieren musst. Wir sagen mal, eine normale Seite gemischt jetzt mit Kleinanzeigen, mit Werbung und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt raumzeitlich gesprochen, rasterst du praktisch, wie wenn ich jetzt sage, das Bild, das du jetzt nimmst, rasterst du dieses Bild ab. Und für dich ist in dem Moment wirklich nur das existierend, was du in deinem Fokus hast. Jetzt könnte ich genau genommen sagen, ist das drumherum eigentlich auch da? In dem Moment, wo du dir da Gedanken machst, ist es da? Wenn du aber nicht dran denkst, ist es nicht da. Dieses Zusammenschnüren ist wieder Selektion, Kollektion, Selektion, Kollektion. Ich sage, wenn ich jetzt in der Landschaft reinschaue, vor mir ist ein kleines Wäldchen, dann sehe ich das Wäldchen. Plötzlich fokussiere ich mich auf einen Baum. Dann sehe ich, da sitzt auf einem Ast der Vogel. Dann fokussiere ich mich zuerst auf den Ast, auf den Vogel und plötzlich sehe ich, Mensch, hat der einen gelben Schnabel oder einen roten Schnabel. Und in dem Moment ist das Wäldchen überhaupt nicht mehr da. Sobald ich jetzt mir aber das wieder denke, ist es ja wieder da. Das ist auch das Phänomen, wo ich sage, hier mit dem Gefühl, ist jetzt die ganze Zeit deine Brille da oder ist der Kopfhörer da, wenn du dann aufhörst, das habe ich jetzt mehrere Male durchgespielt, dann hast du, sobald ich das anspreche, beginnt es zu existieren. Das ist wichtig, es existiert vorher nicht, das ist natürlich da. Und ich sage immer wieder, wenn du ein Computer bist, alles ist im Arbeitsspeicher, das du aktuell auftauchen lassen kannst, aber sehen, existieren tut nur das, was auf dem Bildschirm ist und was aus dem Lautsprecher rauskommt. Das heißt definitiv, dieses Gefühl, dass es immer da ist, ist immer, wenn ich dich jetzt frage, war jetzt die ganze Zeit, ich sage jetzt einfach mal hier bei der Diana, wenn du das Diana oder das Redo-Programm hast, war hinter dir eine silberne Dunstabzugkaufe. Jetzt siehst du, was feststellen, dass der Redo jetzt eine andere Abzugsauge hinter sich denkt, vor sich vorstellt, dass es hinter ihm ist, wie die Diana. Die hat jetzt existiert, ist aber insgesamt auf dem Arbeitsspeicher kein Fokus. Und genauso gilt es dann für deinen Körper. Dass wenn ich immer sage, hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit schnipp geatmet? Mit was? Wenn du sagst, selbstverständlich, das ist logisch, selbstverständlich, sonst würde ich ja nicht leben können.
Das ist schon die Verwechslung mit dem Trockennasenaffen, wo deine Logik sagt, der muss ja atmen und da ist ja Gehirn da, wenn es das alles nicht gibt und den Körper nicht gibt, wenn du aufmerksam irgendwo zuhörst, existiert dein Körper nicht. Wenn ich dann frage, wenn du sagst ja, dann sage ich mit was? Dann schaust du recht blöd als normaler Mensch, ja mit was atmen, dann mit der Lunge natürlich. Hat die überhaupt existiert, wenn du nicht an die Lunge denkst? Und ich kann ja nicht gleichzeitig ein- und ausatmen. Das haben wir immer wieder gesagt. Ich sage selbstverständlich, du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus, weil alles, was passiert, passiert jetzt. Ja, es kann ja was nicht auftauchen und verschwinden gleichzeitig. Das ist schon mit der Umformung der Gnade des Geistes im Traum, ist das eigentlich schon erklärt. Du kannst nichts entstehen lassen, ohne dabei was jetzt Existierendes zu zerstören. Es ist eine Umformung. Du Geist musst dir irgendwann einmal bewusst machen, dass du zuerst einmal dein Wertesystem, deine Persönlichkeit, den Mensch, der du zu sein glaubst, ist ein Programm, das du den durchschaust. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich erklären wollte. Ich habe das zigfach angesprochen. Es ist elementar wichtig für deinen weiteren Fortgang, für das, was du in einem ständigen Wechsel im Hier und Jetzt Zukunft nennst. Du kannst jetzt deine Zukunft prägen. Nur du. Es wird niemals ein Gedanke von dir können. Es ist also so, zeitaktuell haben wir zurzeit dieses Riesenspiel mit Fremdenfeindlichkeit. Und ich habe zigfach gesagt, in dem Moment beobachte, wie du auf Aussagen, die in dir auftauchen, auf diese Reizauslöser reagierst. Das heißt, wenn du eine rechte Einstellung hast, dann wird dir alles, was Linke behaupten, zuwider sein. Wenn du eine linke Einstellung hast, wird dir alles zuwider sein, was die Rechten sagen. Das heißt, es sind jetzt Berichte und du beobachtest einfach, wie du reagierst. Und jetzt ist das Verrückte, dass die eine wie die andere Seite hasst. Und ich sage immer, das Hass, wir können unser Doppel-S, ein griechisches, scharfes S machen, das Beta, und dann heißt, du hast das, was du hast. Jetzt ist immer, ich sage, bei unserer ersten großen Trinität, die rot geschriebene Liebe platzt auf in Lieben und Hassen. Wir sagen einfach, Lieben ist Plus, ich liebe, ich will mich damit verbinden. Ganz abstrakte, einfache Arithmetik und Hassen ist von sich stoßen. Das heißt, Leben beginnt mit dem Hass Gottes. Er muss etwas von sich stoßen, sich vor sich hinstellen, was aber im Großen und Ganzen gar nicht, es ist ausgedacht und dann entsteht dieses angebliche Innerhalb und Außerhalb. Sichtbar gesagt, das ausgedachte Innen ist nicht das absolute Innen, aus dem das entspringt. Und jetzt ist es ganz interessant, dass du permanent Menschen nur dein eigenes Spiegelbild vorwirfst. Was meine ich damit? Nochmal, wenn du vor den Spiegel lächelst, lächelt der Spiegel. Ich bin jetzt beim ganz normalen Spiegel, der gespiegelt wiedergibt. Wir haben ja dann nochmal unseren Kantenspiegel und unseren Eckspiegel mit drei Spiegeln. Das ist die normale Situation, wo du dich zurzeit befindest. Das wäre der klassische Spiegeltunnel. Das heißt, wenn ich lächle, habe ich Lächeln. Wenn ich heule, habe ich Heulen. Wenn ich drücke, drückt der dagegen, immer gespiegelt. Wenn ich loslasse, lässt er los. So, ich sehe jetzt, ich bin meinetwegen links orientiert und ich sehe jetzt diesen Hass gegenüber Fremde, gegenüber Ausländer. Ist es nicht so, dass ich all die Menschen hasse, die Ausländer hassen? Das heißt, den Hass, den ich sehe, ist mein Spiegelbild. Jetzt, wenn ich aber hier ein Rechter bin, dann hasse ich die Linken. Und jeder argumentiert mit seiner Logik, dass er der Gute ist. Einer, der hasst, jetzt im Wort von hassen, von nicht haben wollen, einer, der irgendetwas nicht haben will, entheiligt sich selbst, weil Holo Feeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Ich bin immer und ich bin all meine Gedankenwellen, egal an was ich denke. Und die Wellen, die Gedanken als Ding an sich, sämtliche Informationen, die jetzt erst einmal abstrakt, ich sage mal, in dir auftauchen, wo du jetzt sagst, da habe ich nichts damit zu tun, das nenne ich Reizauslöser, sind vollkommen wertfrei. Jetzt, wenn du, ich sage, über Jahre, Jahrzehnte Holo Feeling studierst, ist eine elementare Aussage, die ich hier schon vor einem Vierteljahrhundert getätigt habe. Wenn du einen Film anschaust oder ein Buch liest, der Film als Ding an sich, diese ständig wechselnden Bilder auf dem Monitor oder auf der Leinwand im Kino, die sind einfach nur, ich sage jetzt nicht einmal, wo die herkommen, sie sind vollkommen ohne Qualitäten. Qualität entsteht durch das Wertesystem des Beobachters. Egal, was du beobachtest. Und durch diese Wertung und Interpretation erschaffst du jetzt
über den Reizhausleser hinaus Informationen. Das passiert, wenn du eine Zeitung anschaust. Es ist einfach nur ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist. Wenn du Fernsehen schaust, Nachrichten schaust, ist es nur eine geistlose, materiell ausgedachte, sinnlich wahrgenommene Information, die nur ist, weil du das ja träumst, VR-Brille, wo sich ständig die Bilder verändern, beim Monitor flackernde Lämpchen, mehr ist es nicht, und irgendwelche Geräusche, sinnlich wahrgenommene akustische Informationen. Und du reagierst jetzt, sobald du die Sprache verstehst, beziehungsweise die Zeichen deutest oder diese flackernden Lämpchen interpretierst. Ich sage nochmal, ihr Menschen, die außen zu leben glaubt, das hast du in dem Moment, wo du dich zu einem selbst ausgedachten Affen machst. Äffst du in Maßsetzung deiner Erziehung, deines Schwamminhalts, äffst du jetzt nach und machst aus diesen Illusionen Vorstellungen. Die sind ganz subjektiv durch deinen Intellekt geprägt. Auch mit den Gefühlen von richtig und verkehrt. Und es geht nicht darum, dass du die Seiten wechselst, das haben wir so oft gehabt, sondern dass dir zuerst einmal dieses Prinzip bewusst wird. Dass es auch kein Vorher und kein Nachher gibt. Und es gibt in der Welt der Heiligkeit kein richtig und verkehrt. Da gibt es zuerst einmal etwas Existierendes, das einfach nur da ist. Und jetzt legst du einen Riesenschwall von einseitigen Interpretationen drüber. Und darum ist es Schöne, die Gerechtigkeit, wenn ich immer wieder sage, ich mache dich Geist, der du uns jetzt ausdenkst. Alle, die Diana, den Redo, den Udo und dich selbst als real sinnlich wahrgenommenen Trockennasenaffen, wenn du an deinen jetzigen Körper, an deine Person, an deine Projektionsmaske denkst. Dieser Geist muss sich komplett vervollkommnen. Das ist der Sinn des Lebens. Und es beginnt mit einer absoluten, absoluten, allumfassenden Liebe. Das ist dieses Ich bin in der Esoterik, wo die ganzen Esoteriker reden davon, aber ohne in einen, die Figuren, was du jetzt zu beobachten hast, ohne das zu bewerten, in einen unheimlichen Schwall von Feindbildern. Ja. Früher habe ich immer gesagt, wieso meinst du, dass die diese Müsli-Scheiße fressen? Mhm. Die ganzen Ögos, die Veganen, weil sie Feindbilder haben. Egal wie du das definierst, ich mache das ja, weil ich nicht will, dass Tiere gequält werden. Wer denkt sich das aus? Existieren diese Tiere, die gequält waren, eigentlich, wenn du sie nicht denkst? Es ist hundertprozentig sicher, wenn du an was nicht denkst, ist es nicht. Das heißt, die ganze Welt, die Politik, die Geschichte, alles, was du dir denkst, baut auf deinen Schwamminhalt auf. So ein unendlich simples, kindgerechtes Beispiel, wo eigentlich jeder 13-Jährige, der diesen Gedankengang mitgeht, wenn ich das Schwammbeispiel erkläre, immer noch angepasst an die raumzeitliche, materielle Basic-Logik, mit der dein Verstand zurzeit arbeitet. Dass es ein klares Zeichen ist, dass jetzt normal gesprochen nichts und niemand, den wir uns jetzt ausdenken, sich seinen Glauben und seine Meinung raussuchen konnte, aber meint, dass dieser Schwamminhalt, diese Programmierung seine eigene Meinung ist. Weil es ihm ja vollkommen logisch erscheint. Holofeeling erhebt dich über alles an Philosophie, an Religion. Mach dir einfach bewusst, wie viele Feindbilder du in dir trägst. Und dann sage ich jetzt nochmal, liebe deine Feinde. Sorge dich nicht um morgen. Du kannst was Existierendes nicht am Leben halten. Es ist mit dem nächsten Gedanken weg. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du in einer Welt eine Elite von sogenannten Wissenden, Professoren oder was auch immer hast, die genauso Schwätzer sind, die ihr anerzogenes Wissen rezitieren, vollkommen geistlos, materiell, raumzeitlich ausgelegt, wirst du die höhere Ebene nicht betreten. Darum sage ich immer, du wirst ihn dann. Du Geist, der Einzige, der empfindet, ist Geist. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst. Das ist eine Reifestufe. Das ist eine göttliche Botschaft. Ich mische mich als Gott da nicht ein. Ich habe dir die Freiheit gegeben, selbst entscheiden zu dürfen, ob du noch ein bisschen hier Trockennasenaffen spielen willst. Und das Spiel endet nicht mit dem Tod, den du dir jetzt in die Zukunft denkst. Du wirst von deinem Tod, von deiner Auflösung der Figur so wenig mitbekommen wie von deiner Geburt. Und jetzt können wir in dein normales Dasein. Fällt dir eigentlich auf, wenn du jetzt deine Informationen beobachtest, als normaler Mensch, ist dir jemals aufgefallen, dass dein Körper nicht existiert, wenn du nicht an deinen Körper denkst? Ja. Ist dir jemals aufgefallen, wenn der jedes Mal auftaucht? Mhm. Und ist dir jemals aufgefallen, wenn du wieder an was anderes denkst und der verschwindet wieder? Lass es auf dich wirken.
in deinem normalen ständigen Wechsel, was ich jetzt einen Tagesablauf nenne, ändern sich deine Informationen und du bist über lange Strecken, ist nicht ein Hauch von einem Gedanken an deinen Körper. Also eigentlich was Sobald zu wir jetzt über den Körper sprechen, ist er natürlich da. ja. Aber das ist eben, das kann einer, der meint, er ist der Körper, kriegt das nicht mit. Und jedes Mal, wenn du nicht mehr an deinen Körper denkst, löst er sich auf. Und jedes Mal, wenn du wieder an den Körper denkst, ist er wieder da. Ist dir das jemals aufgefallen? Dir Geist, ich unterhalte mich mit deinem Geist. Du wirst, wenn was auftaucht, wird es geboren, wenn es verschwindet, wird es vernichtet. Ist dir jemals, ich nochmal, du kriegst von deiner Geburt in Bezug auf den Körper so wenig mit wie von deinem Vergehen. Das ist eine vollkommen neue Sichtweise. Holofeeling ist vollkommen neu, aber es ist die Welt formell. W, doppelt aufgespanntes polarer Rand, immer von Augenblick zu Augenblick opfern, das ist das Wort Welt, ist die Form von Gott. Das ist die Formel, das ist die Welt der Gedankenwelt. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du ständig dich orientierst an irgendwelche geistlos nachäffende Tiere, die du Professoren und Wissende nennst, die natürlich nur Wissende sind, weil du dir das denkst, dass das Wissende sind. Und darum hast du eine Welt deiner Spiegelbilder, bloß halt, weil du noch in der einseitigen, diese drei Stufen, Einspiegel, Kannenspiegel, Eckspiegel. Auf die Spiegelung bezogen, die du anschaust, wenn du in einen normalen Spiegel schaust, siehst du dich aber in der longitudinalen Spiegel verkehrt. Ich sage, das ist wie wenn ich jetzt sage, mit drehen Anfang und Ende aus. Um. Wenn du in einen Kannenspiegel schaust, stehst du dir gegenüber, aber nicht mehr spiegelverkehrt. Ja. Wenn du in einen Eckspiegel reinschaust, dann hast du dich gegenüber spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehend. Das sind die drei Stufen. Müssen wir jetzt darauf eingehen. Das sind alle Symbole in deiner Welt. Und es ist so wichtig, dass dir bewusst wird, dass du selbst, was du dir denkst, die Menschen, dass ein Menschen, der entsteht in dem Moment, wenn du ihn denkst, meine ich jetzt mit Mensch schon wieder einen Körper, den ich mir ausdenke, oder einen gewissen Intellekt, einen gewissen Charakter, Abi. Das ist ein Programm, ich spreche Menschen auch ein gewisses Programm zu. Da ist jetzt so wichtig, die Brücke mit der Kiste. Ob du jetzt an einen menschlichen Kopf denkst oder du denkst an eine Kiste, ist kein Unterschied. Das Ding entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Frage ich dich, was ist da drin, sagst du beim Kopf sofort zwanghaft programmiert, ein Gehirn, bei der Kiste ist noch gar nichts drin, erst wenn du dir was reindenkst. Genauso denkst du dir jetzt in deinen Kopf ein gewisses Wissen rein, der weiß ja das, das war ja Philosoph, das war Physiker. Den du dir ausdenkst, der kann sich nicht raussuchen, was du aus dem Gedanken machst oder was du ihm zusprichst. Baut aber alles auf deinem Intellekt auf. Ganz schlimm ist es mit der Kiste. Ich kann mir nicht der Kiste denken und sagen, ich weiß ja nicht, was drin ist. Das machen aber normale Menschen bei Köpfen. Ich weiß ja nicht, was der glaubt. Das ist wie wenn du dir jetzt eine Kiste denkst, wenn du das bewusst machst, ist in der Kiste erst was drin, wenn du dir was reindenkst. Wenn ich jetzt aber, mir sagen wir mal, der Inhalt der Kiste wäre der Intellekt eines Menschen, den ich mir ausdenke. Aber bei Menschen denke ich mir auch, ich weiß ja nicht, was der glaubt. Also beobachte ich das Tierchen. Und jetzt muss ich zwangsläufig in dem Programm, habe ich das so programmiert, dass du dich jetzt überraschen lassen musst, was aus der Kiste rauskommt, wo eigentlich gar nichts drin ist, sondern bloß was rauskommt, weil du glaubst, ja, da ist was drin, du weißt es bloß noch nicht. Es ist wie wenn du jetzt meinst, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der wüsste was, was du nicht weißt. Ich sage, Udo ist jetzt eine Figur in deinem Traum. Und alles, was Figuren in deinem Traum denken oder äußern, egal ob gedacht oder real sinnlich wahrgenommene Information, die Quelle davon ist zuerst einmal der träumende Geist. Aber du bist der träumende Geist, der noch zwanghaft träumt, der noch keine Freiheit hat, weil du noch in der Führerscheinprüfungsbogenwelt bist. Darum spiele ich dir das ein. Wir machen einmal ein kleines Beispiel, und ich sage vorneweg, es ist dieses Tigerkäfig-Beispiel, wo ich vor 20 Jahren schon erzählt habe. Das erzähle ich jetzt nicht, sondern ich mache das in einer neuen Form. Es ist jetzt erst einmal, wir denken uns jetzt zwei Menschen aus und die treffen aufeinander, die haben zwei unterschiedliche Glaubenssysteme. Ich habe das schon mal in einem Selbstgespräch angesprochen, ich war etwas genauer. Der erste Mensch ist so programmiert, dass er glaubt, in einem menschlichen Kopf ist ein Apfel drin. Der andere ist so programmiert, dass er sagt, da ist ein Gehirn drin. Apfel ist ein Malus. Immer gut und böse. Schön. Die kommen jetzt ins Gespräch und zufällig innerhalb dieses Dialoges, den du jetzt träumst. Du kannst jetzt übrigens einer dieser Menschen sein. Wir sagen mal, du bist der Mensch,
Du Geist, der das träumt, hängst den Glauben an, dass in einem menschlichen Schädel, in einem Trockennasen auf dem Schädel kein Gehirn, sondern ein Apfel drin ist. Du hast noch nie was von einem Gehirn gehört. Von klein auf, du bist so programmiert, als Apfel drin. Dann kannst du das übrigens sogar verwirklichen. Ich sage, alles, was du glaubst, das außerhalb von dir in der Welt ist, auch wenn du nicht dran denkst, kannst du auf die Farbbrille holen. Und der andere sagt, nee, da ist ein Gehirn drin. Hast du noch nie was gehört und ihr kommt jetzt ins Streiten und ich werde dir beweisen. Das ist wie mit meinem Hühnerfarm-Beispiel. Die Masse hat es noch nie gesehen, die wissen aber hundertprozentig sicher, dass da außen Hühnerfarben oder Schweinezuchtanstalten sind, wo Tiere gequält werden, unter erbärmlichen Bedingungen gehalten werden, sind alles nur Gedanken, obwohl die das noch niemals, die können das nicht beschwören. Beschwören solltest du nur das, was du mit eigenen Augen gesehen hast und am eigenen Leib erlebt hast. Aber du kannst es materialisieren, das heißt, wir können uns ins Auto setzen, dahin fahren, dieses Beispiel haben wir oft gehabt, und dann wird auch auf deiner verabredeten der Hühnerfarm auftauchen, um das fertig zu machen. Das Beispiel sage ich, was bringt dir das jetzt, wenn du dir deine eigene Dummheit laufen materialisierst? Ich kann jetzt zu dir sagen, pass auf, wir materialisieren jetzt woanders, wir fahren in der Schmiede, da ist ein großer Amboss. Und da sage ich jetzt, da legst du jetzt als Brösel deine Hand drauf und dann gebe ich dir einen Schmiedehammer und ich sage, jetzt haben wir voll auf die Hand drauf. Ja. Dann wird deine Logik sagen, ich bin doch nicht blöd, ich tue mir doch nicht selber weh. Ich sage, was machst du, wenn du permanent glaubst, da außen sind irgendwie Farmen, wo Tiere oder sonst was gequält waren? Wenn du dir das ausdenkst, tust du dir doch auch seelisch weh. Warum machst du das? Das mit dem Amboss würdest du nicht machen. Unbewusstheit. Ja. Also gut, wir haben jetzt diese zwei und jetzt ich sage, ich werde dir beweisen, dass da ein Apfel drin ist. Und jetzt, wenn man wirklich Energie reinlegt, schaffe ich das irgendwann, dass ich in eine Medizinvorlesung oder in eine Pathologie reingehe, wo halt bei einer Leiche oder bei einem Leichnam der Schädeldecke aufgeschnitten wird und dann wird die Schädeldecke geöffnet und es wird dann das auftauchen, wo ich hundertprozentig glaube, weil mein Glaube ist ja letztendlich das Programm, das die Bilder generiert. Und dann ist da ein Apfel drin. Und jetzt habe ich meinen Gegenüber, den ich mir ausdenke, der natürlich jetzt dasselbe sehen wird, was ich glaube, dass er sieht. Genau. Weil die Figuren in deinem Traum sind ja so, wie du sie träumst und die werden das nicht nur sein und wissen, was du ihnen zusprichst, sondern die werden in dem Fall auch sinnlich in der höchsten Stufe der Vergessenheit das wahrnehmen, was du glaubst, dann sieht er natürlich auch dieses Gehirn. Und jetzt kann man dann schauen, wie der diskutiert oder versucht, sich rauszureden, das macht auch dein Programm. Was du aber dabei vergisst, hättest du das Programm des anderen, dann würdet ihr da hinfahren, der dir das jetzt beweisen will mit den Apfeln und du würdest schmunzeln, natürlich schon wissen, was in dem Kopf drin ist, dann wird der Kopf aufgeschnitten und welch ein Wunder, mit dem anderen Programm wäre dann ein Gehirn drin und dann würdest du mit schmunzeln, wie er sich jetzt rausredet, dieser Wahnsinnig, der glaubt hat, da ist Apfel drin. Aber die Basis ist der persönliche Glaube. Was du erlebst, ist dein persönlicher Glaube. Wir machen hier kein Science Fiction, wir machen keine geistlose Religion oder Esoterik, ist ja alles nur nachgeplappert. Und das Schöne mit Holofeeling, es ist alles richtig, aber nur ein bisschen. Und man kann das jetzt schon testen. Es ist die Sache, wo ich sage, du bist jetzt mit deinem Avatar in deiner Traumwelt, so in der Matrix. Und jetzt mach dieses Spiel, was ich jetzt nicht wirklich nicht nochmal erzähle, mit dem Anlächeln, mit dem stur vorbeigehen an den KIs, mit dem Anlächeln und beobachte die und was feststellen. Manche reagieren überhaupt nicht auf dich. Ich sage, das sind Figuren, die rein wie Gegenstände, wie ein Baum oder was programmiert sind, zwar bewegt, aber die kein Reaktionssystem, keine KI eingebaut haben. Andere haben eine Standard-KI, die reagiert einfach nur als Spiegelbild. Du lächelst und die, die gegenüberkommen, lächeln dich an. Dann brauchen wir natürlich ein Gegenteil, welche die feststellen, dass du sie anlächelst und gerade das Gegenteil nochmal ernsteres Geschicht machen, so schau mich nicht an, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das sind alles Spiegelungen von Spiegelungen. Aber du wirst merken, die Welt reagiert auf dich. Ja. Es ist die Welt deiner Inder essen. Wenn dich was gar nicht interessiert, zum Beispiel Holofeeling existiert in deiner Welt Holofeeling nicht. Ja. Das sind jetzt ganz unreife Geister. Ich könnte jetzt auch sagen, Kinder. Kinder interessieren sich auch nicht für Sexualität. Ja. Die werden aber schon einmal anerzogen, dass sie sich für Autos interessieren und für Konsum interessieren. Weißt du was, wenn ich immer sage, diese Welt, die du so als human ansiehst, anfangen bei der Schulmedizin, bei der Pharmaindustrie, wo es nur um Geld verdienen geht, in der Politik um Macht geht, um Menschenmanipulation geht, bis hin zu den seriösen Universitäten. Es ist Sodom und Gomorra.
Wenn du Kinder vorm Fernseher stillstellst und hinsetzt und Kinderfernsehen reinspielst, die ganzen Kinderkanäle sind Medienunternehmen dahinter, die Geld verdienen wollen über Werbung, die werden programmiert, was sie alles brauchen, wenn sie dann mit den Müttern losziehen und in die Läden, in die Spielwarenläden reingehen. In dem Moment, ich spreche jetzt übrigens vollkommen wertfrei, solltest du jetzt den Eindruck haben, dass ich irgendwas ablehne, dann interpretierst du schon wieder die Worte von dem Udo. Ich Ja. sage, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogen, weil das, was ich dir jetzt erzähle, sind ganz bewusst programmierte Fehler, die dich von der Heiligkeit wegführen, so wie wenn du dich nicht an die, ich sage mal, die Heiligkeit wäre das Rastersystem unserer derzeitigen Straßenverkehrsordnung. Und da ist es ganz einfach rechts vor links. Irgendwann müsste man das übrigens, wenn wir political correctness sind, habe ich schon gesagt, der Führerscheinprüfungsbogen, das böse Wort muss raus. Das muss jetzt Fahrberechtigungserlaubnis heißen und wir müssen sofort rechts vor links ändern, weil das ja verkehrt ist. Es ist ja links richtig, wir müssen links fahren, links vor rechts. Merkst du, dass das schon alles verdreht ist? Ich sage, es geht nicht um Einseitigkeiten. Ich habe diese Fehler programmiert, ich habe die bösen Menschen programmiert, ich habe diese verlogene Medizin programmiert. Würden Ärzte, wirkliche Ärzte sein und Medikamente betreiben, ein Heilen durch Denken und nicht Antibiotika gegen das Leben gerichtet, gegen das geistige Leben gerichtet. Alles Schulmedizin ist gegen geistiges Leben gerichtet, es versucht, vergängliches Existieren des Lebens möglichst lange am Leben zu halten. Das ist die angebliche Motivation. Aber wenn du tiefer reinschaust und wirklich jetzt mit Geist selbst ehrlich bist, warum magst du das, was du jetzt magst? Dann wirst du dir eingestehen, sagst du mal, weil ich Geld verdienen muss, weil ich muss ja auch überleben. Egal, was du magst. Was ich mache, mache ich nicht für Geld. Noch niemals, das war die erste Prämisse. Da kann jetzt irgendwelche, die mir uns ausdenken, natürlich, wir brauchen ja einen Kontrast sagen, das ist eine Sekte, das ist was, die Unangreifbarkeit besteht darin, dass ich keine Menschen um mich herum schaue, dass ich niemals eine Organisation gegründet habe. Steht übrigens in dem Finanzamtbrief schon drin. Da heißt es, das klingt, wenn du das liest, ich habe Möglichkeiten, dass du dich beamen kannst, wie im Raumschiff Enterprise, dass es keine Krankheiten im klassischen Sinn mehr gibt, kein Leid mehr gibt. Das ist alles funktions-, keine Energiekrise, absolut funktionsfähig. Ich werde mich aber nie für irgendeine Organisation oder eine Partei zur Verfügung stellen. Ich stehe über den Dingen. Das sind alles Einzelfacetten. Holofeeling ist nicht irgendein Glaube, der im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht. Es ist das Summa summarum von allen, inklusive Religionen. Die wirkliche Welt formell. Es ist die Beschreibung von dem, aus dem alles entspringt. Es ist die Beschreibung vom Urknall, bevor er geknallt hat, und die Beschreibung, was passiert, wenn er auseinanderknallt. Immer im Jetzt. In dem Moment, wo der Urknall knallt, ist er auch schon wieder still. Fällt er schon in sich zusammen. Das ist das. Von Augenblick zu Augenblick. Und da musst du noch keine Worte auffächern. Das System wird sehr, sehr tief. Das sind so Kleinigkeiten, dass jetzt hier, was nicht, mein Schreibstift, meine Imana, die hat ja jetzt hier die Verteilung der 12 Stämme auf den Sephirotbaum reingestellt. Das habe ich ihr schreiben lassen. Das fällt ihr natürlich nur ein. Wir haben doch in dem Selbstgespräch, in dem Update vorhergehen, jetzt sind wir wieder mit dem Vorher. Was ist vorher? Haben wir doch so oft gehabt, sage ich jetzt, das habe ich vorhergesehen, dann bezieht sich das auf die Zukunft. Und ich sage, das habe ich doch vorher gesehen, vorher schon gesehen. Was du siehst, siehst du jetzt, die zwei Seiten. In dem Moment, wo ein Gedanke ausgegangen ist, meine ich jetzt, der geht aus mir heraus oder löst er sich auf? Das ist ausgegangen. Es ist in allem, sagst du, man musst du die zwei Seiten verstehen. Und dann sage ich, eigentlich kannst du dann 16 nachvollziehen, wenn du das einmal verstanden hast. Weil wenn ich mir zwei denke, muss ja immer Diapositiven müssen nochmal zwei da sein. Das ist ein simples Prinzip. Und auf jeden Fall zu diesen 12 Stämmen in der Verteilung. Das alles richtig, ich ganz toll, wo dann die Himmelsrichtungen, wo du dann plötzlich feststellst, was Osten, was Westen ist, in einer Symbolik, dass der Westen ja auch Yom ist, das Meer. Man sagt, wo die Sonne wieder im Meer untersinkt.
Das kann ich jetzt negativ auslegen, wenn die Sonne, der Sohn, der Geist des Fung wieder im Meer untergeht. Dann wird er wieder eins mit Ja. El Hayom. Darum ist Yom ist auch der Westen. Aber worauf ich hinaus will, das sind so Kleinigkeiten, da kommt dann die 257, 3x19. Und jetzt ist die 3x19 schon interessant. Ich sage jetzt nur 1957. Die 57 ist auch das Wort für Altar. All, das Nichts wird zur Teerzonerei. Das ist der göttliche Altar. Das ist, wenn du dann das rausmachst, das Misbach, das hast auch mit Schlachten, hat mit Schlachten was zu tun, habe ich gesagt. Das ist immer wieder zerstückeln. Aber da ist das Lach schon, die Lebensfrische mit drin. Shin Lach, der Logos lacht, Schlachten, der lacht in dir. Dieses göttliche Lachen steckt auch zusammen, ist Melodie, Leben. Mel, gegenüberliegend, ungeschnitten. Es ist wirklich eine reine Physik. Das heißt, ich weiß jetzt, wenn du die Grundlagen nicht hast, ist es für dich wie, wenn ich eine Fremdsprache spreche, obwohl ich Deutsch spreche. Aber ich komme mal auf die 1957 zurück. Wieso bin ich mein Geburtsort, wenn ich sage, das ist ja alles, ist eine zeitliche Struktur in einer Matrix. Ich jetzt dran, ganz normal chronologisch gemacht. Wir machen das einmal rot, dann haben wir jetzt erst einmal den Altar, die 57 und die 19 lesen wir rot als göttlicher Spiegel. Und das ist Altar. Dieses Nichts wird zu einer reichen Spiegelwahrnehmung. Und jetzt ist natürlich ganz interessant, wenn ich 57 ist 3x19 und du hast jetzt den göttlichen Spiegel und intellektuelle Spiegelungen. 3x19 ist immer wieder, wenn ich sage, intellektueller göttlicher Spiegel, wirst du jetzt merken, dass hier diese 3x3-Struktur mit drin ist. Dieses 3x3 brauchen wir. Wir kommen dann auch, wenn du die Quersumme nimmst, du wirst merken, wenn du Geist bist, egal was du denkst, du kannst es an das heilige Gefüge anlegen. Weil jeder Gedanke, jeder Spritzer, nicht nur die Gedankenwellen, die wir jetzt erstmal ganz grob als eine Welle nehmen, aber in der Musik sind ja Oberwellen da. Und die gehen immer im Jetzt, laut Fourier-Transformation eine Synthese. Das heißt, viele unterschiedliche Wellen verschmelzen zu einer Oberwelle, also zu einem Gesamtkomplex. Jetzt rein arithmetisch betrachtet, muss man die Fourier-Transformation kennen. Und jetzt hole ich nochmal raus, wieder ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ich sage jetzt wieder Udo-Geschichte, Vergangenheit, Analogplattenspieler. Wenn ich von hochwertigen Analogplattenspielern, wo man ja bis zum heutigen Tag die High-Five-Fans, die absoluten High-Ender, wie man das nennt, immer ja noch behaupten, ein Analogplattenspieler klingt wesentlich natürlicher wie ein CD-Player. Wir lassen das einmal stehen. Das ist eine Analogplatte und auf der Analogplatte sind ja im mechanisch vorgestellten Mechanismus vorgestellten Weltbild, sind da außen ein riesen Gemisch an Schallwellen. Das ist Direktschall und viele Reflexionen von Raumakustik. Instrumente, wenn du von großen Orchestern in einem Konzertsaal bist, die ja ein riesen Gemisch mit den Wandreflexionen zeitverzögert. Man denke wieder an so sein. Es ist die absolute Gleichzeitigkeit von allen. Das ist ja auf der Platte, ist die absolute Gleichzeitigkeit aller Frequenzen. Das heißt, ich habe nur diese Oberwelle. Wenn ich jetzt da einen Analogplattenspieler laufen lasse, habe ich ein voll naturwissenschaftliches Erklärungsmodell. Das große Problem, du sitzt bei einer hervorragenden Anlage von Orchester, wo du jede, die Violinen hörst, die einzelnen Instrumente, dann ist ein Triangel da, dann ist ein kleines, was auch immer. Alles hörst du gleichzeitig, getrennt. Es ist aber auf der Platte gar nicht drauf. Auf der Platte ist nämlich nur die Summe, die Oberwelle drauf. Das heißt, wieso gibt dann diese ganzen vielen Einzelfrequenzen, wieso werden die gehört, wenn die gar nicht drauf sind? Ich habe das übrigens demonstriert. Ich hatte früher für meine super dünnen Trägchen, wo ich benutzt habe, die ja feiner waren wie ein menschliches Haar, zu einer Zeit, wo die daumendicken Draht benutzt haben, immer noch, habe ich ein Stereomikroskop gehabt, um die zu löten, weil die konnte es mit der bloßen Hand praktisch nicht lösen, mit dem bloßen Auge. Und dann habe ich hier sehr, das haben wir schon mal gemacht, wenn ich jetzt eine Analogplatte laufen habe, kann ich ja ausrechnen, wie lange eine Umdrehung dauert. Und dann habe ich ja so ein richtiges Orchestercrescendo, habe ich mir angeschaut mit meinem Stereomikroskop, was da die Wellen sind, wie das aussieht. Das ist ganz glatt, da ist fast nichts drauf auf der Welle. Das ist eigentlich ein ganz, die Oberwelle ist ein ganz auf der Analogplatte. Über diese Umdrehung, wo man jetzt sagen kann, wie lange dauert das in Sekunden oder Bruch dieses Crescendo, wo ich alles gleichzeitig höre,
ist einfach nur eine ganz, ganz kleine Welle drauf. Das kann, diese Filmsachen sind da gar nicht drauf. Das ist übrigens wieder ein Fehler in den Physikbüchern. Sofort beweisbar. Ich kann dir das beweisen mit meiner Logik. Es ist das Erste, was du merken musst für dich selber, wenn irgendwer in dir auftaucht. Egal ob als Pixelmännchen oder reale Person in deinem Traum. Und der behauptet irgendetwas, wo deine Logik sofort sagt, das ist falsch, das stimmt nicht. War neugierig drauf, wie der die Sachen sieht. Mach dir die anderen Perspektiven, die ganz alles, was dir verkehrt erschienen ist, zu eigen. Du brauchst es für deine Heilung. Das heißt, wenn du dafür bist, Menschen zu helfen, Menschen zu lieben, ich sage jetzt, das ist links, und du hast die Rechten, die sagen, nein, raus, Ausländer raus, absaufen lassen, das natürlich eindeutig eine unvollkommene Aussage ist. Was dir aber nicht klar ist, wenn du doch behauptest, du liebst Menschen, du selektierst doch schon wieder bloß die Armen, aber die liebst du nicht. Das muss dir bewusst sein. Die liebst du nicht. Bist du ein Rechter, hast du auch Menschen, die du nicht liebst, bloß die, die meiner Meinung sind. Jetzt sind wir wieder in dem System. Sag mir, mit wem du gehst, und ich sag dir, wer du bist. Du bist in der Regel nur mit Menschen zusammen, die dieselbe Einseitigkeit vertreten wie du. Und dann schaukelt man sich hoch in seinem Wahn, in seinem intellektuellen Wahn, und alles, was nicht unserer Meinung ist, weil das doch vollkommen unlogisch ist, was die behaupten. Holofeeling ist ein allumfassender Logos, ein göttlicher Logos, der alles, was er erschaffen hat, begründet, auch die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen. Und versucht es bitte nicht irgendwelchen Figuren in deinem Traum zu erklären. Darum kann ich nicht oft genug sagen, der Unterschied bei Holofeeling ist, dass wenn ich jetzt als Pixelmännchen Udo oder als sinnlich real wahrgenommene Person, Maske, in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheine und zu dir sinnlich wahrgenommen spreche, ist nur veräppelt, du träumst genauso. Du musst erst einmal die höchste Stufe der Vergessenheit überwinden. Das heißt, es ist genauso eine Information, die ich jetzt träume, wie wenn ich bloß was denke. Und dann sage ich in beiden Fällen als Lautsprecher, als Pixelmännchen und als sinnlich wahrgenommene Person zu dir, ich bin jetzt eine Information von dir. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Ich bin der, der ich bin. Rot geschrieben. Das ist nicht der Gedanke, als der ich jetzt als blaue UB, als aufgespanntes Wissen in dir in Erscheinung trete. Ich bin das verbundene Wissen, aus dem dieses blaue, aufgespannte Wissen entspringt, das dich jetzt auf deine eigene Göttlichkeit hinweist. Und Göttlichkeit, sage ich schon immer wieder, Gott, wenn du Gott in den Mund nimmst, fällst du bei den meisten schon durch das Raster, wenn du das Atheisten hast. Ich rede nicht von einem religiösen Gott. Ich rede von dir selbst. Es ist hundertprozentig sicher, dass es mich nicht geben würde, wenn du mich nicht ausdenkst, zumindest in deiner Welt. Und dass du mich jetzt ausdenkst, konntest du dir nicht raussuchen, weil man dachte, jetzt schaue ich einmal wieder nach, ob jetzt ein wenig gefügig ist wie im letzten Leben. Im letzten Buch, das du gelesen hast. Ob er sich jetzt vielleicht ein wenig anders überlegt hat, ob er jetzt doch mit mir mitkommen will auf eine höhere Ebene. Und dann nicht wieder sagen, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit. Weil dann lasse ich dich da. Du kannst bei diesen einfachen Sätzen mitkommen, wenn ich sage, ich bin der Erste. Jeder 13-Jährige kann das nachvollziehen. Es geht bei Holophilie nicht darum, dass du irgendwas glauben müsstest, was du nicht auf der Stelle überprüfen kannst. In den Elementaraussagen. Zum Beispiel, dass ich behaupte, dass jetzt die ganze Zeit hier deine Nase, deine Haare nicht existiert haben. Stimmt oder stimmt? Jetzt, wo ich es ausspreche, ist es da. Mit was hörst du mich jetzt? Mit den Ohren, die nicht existiert haben? Schaust du jetzt das Bild, die Pixelmännchen auf dem Monitor an mit deinen Augen, die nicht existiert haben? Ausgedachte Sachen existieren nur, wenn sie gedacht werden, sind aber Symbole für die symbolischen Ohren. Darum nennt man das die Ohrenbohrungen, die Schriften. Das ist das innere Ohr, das Osen. Ich bin, du sagst, das klingt schon fast nach Ozean. Ocean. Ins Gleichgewicht bringen. Das Gleichgewicht bringen. Das auch wussten die, dass wie die Sprache, wie das Wort Ja. Ohr entstanden ist, dass Ja. dort im alten Hebräisch, dass dort das Gleichgewichtsorgan mit drin ist, wussten die das damals schon, wie die gesagt haben, Ohr und ins Gleichgewicht bringen, im Althebräisch ist dasselbe Wort. Wussten die, wie sie ihre Programmstruktur niedergeschrieben haben, die Dora, dass Dora Reihe heißt und dass
das eine Spiegelwahrnehmung ist und dass die Brust im medizinischen Sinn der Dora X, die Dora X, das Chat X als Chat oder als rotes Duff gelesen, das Immerseiende, eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung, wo alles gleichzeitig da ist, dass die Thorax, der Brustkorb, dass der im Hebräischen dasselbe Wort auch in Geiste sehen heißt, ja, die in der Vergangenheit, wann immer das wissen und getan haben, was du dir denkst, dass die entdeckt und getan haben. In der ganzen Linguistik, in der Sprachforschung, da gibt es so wunderschöne Seiten, aber das Einzige, was sie machen, dass sie dir dann aus das Buch heraus erklären, was da vorher war und was nochmal vorher war, sie denken chronologisch raumzeitlich. Das ist das Allererste, was du opfern musst, ist dieses unbewusste chronologische Denken. Es ist eine chronische Krankheit. Und diese chronische Krankheit erschafft das Weltliche, Choll. Und Choll, das Weltliche, eine Welt, die du dir ausdenkst, Brandopfer, ist immer die Abrandgeschichte. Du wirst höhere Bereiche nicht betreten, wenn du das Vorhergehende nicht opferst. Du kannst zum Beispiel nicht in eine neue Wohnung einziehen, wenn du die alte nicht verlässt. Du kriegst keinen neuen Körper, wenn der alte sich nicht auflöst. Was ich immer sage, der Säugling muss sich auflösen, dass du ein Schulkind warst. Der Einwohner bleibt gleich. Aber in der Verwechslung mit dem Körper sagt, das ist ja mein Körper, das sind ja alles meine Körper. Aber jetzt selektierst du schon wieder. Du sagst jetzt ganz gezielt, diesen Körper, an den ich jetzt denke, das ist mein, und alle anderen Körper, die ich mir ausdenke, das bin ich nicht. Oder du denkst jetzt an einen Kinderkörper und du sagst, das war ich, wie in die Schule gekommen bin, aber alle anderen Kinder war ich nicht. Ich sage, du bist der, der sich das jetzt denkt, jetzt Informationen aufwirft und diese Informationen outschaut und diese Informationen schon wieder selektiert. Das bin ich nicht, der ist gut, der ist schön, der ist hässlich, wer bestimmt es? Ich erinnere mich jetzt an einen alten Almener-Vortrag vor 20 Jahren, wo ich sage, wenn wir uns jetzt in Urvölkern ausdenken mit unserem Wissen, und da gibt es ja welche, die machen sich so Ringe in den Hals rein, kenne ich vom Hörensagen aus, das Buch heraus, ich habe es noch nie gesehen, dass die Hälse lang waren, das ist ja Schönheitsideal, oder ganz toll ist, die sich die Lippen aufschneiden und dann so einen Ring reinstellen. Wenn du in dieser Kultur, wenn du so programmiert bist, dann ist es das Schönste überhaupt. Und wenn du jetzt irgendeine Miss Welt oder Miss Deutschland vorgesetzt bekommst, ist die für dich potthässlich? Lass uns doch nicht um Perspektiven und Meinungen streiten. Lass uns zu dem werden, der an allen Freude hat. In der Bewusstheit, wenn ich mich in diese Ecke hinein, in diese Perspektive hineinbegebe. Übrigens die Perspektive, das Spekulum, das ist der Spiegel, die Aspekte, übrigens Spekulum, SB-Eck, SB, das raumzeitliche Wissen in einem Eck, Eck, Elef Kaff, es ist eben jetzt, es ist nur hier, Es ist bloß und weil, das ist das hebräische Wort Eck, als Elef Kaff geschrieben. Eben heißt auch Expen. Aber auch eben, weil Expen, eine herausgetretene Polarität, ist genau genommen plus 5, minus 5, nix. Und es ist hier, es ist jetzt, es ist nur, es ist flackernd und es ist bloß Polaritäten, die losgemacht werden, ein Los pur des Schicksal, weil ich es denke. Drum heißt dieses Eck, Ack, heißt eben jetzt nur bloß und weil. Darum ist auch die Mutter des Am, die schöpferische Gestaltwerdung, lese ich das jetzt einmal. Eine Schöpfung, die Gestalt annimmt, das ist ja die Mutter. Das deutsche Wort Mutter, M-U-D, Gestalt gewordene, aufgespannte Erscheinung, TR in einer Reihe. Mut wieder hebraisiert, M-U-D heißt Sterben. SD, die raumzeitlichen Spiegelungen sind erweckte polare Existenzen. Diese Mutter, diese Am, dieses Wort Am wird nicht nur als Mutter übersetzt, dasselbe Wort hast auch unter der Bedingung das sehr oft übersetzt so. Ja, ja. Auch weil ich mir das jetzt so ausdenke, weil meine Logik, meine Mutterlogik mir das so vorschreibt. Die Mutterlogik wiederum ist dein Schwamminhalt. So sieht es aus. Und das, wenn man jetzt nachvollziehen kann, ich sage immer wieder, das Erste, wenn du das zu ahnen beginnst, dann zieht dir das, jetzt hast du mal den Boden unter den Füßen weg und es setzt dich in ein Nichts.
Der Dreh- und Angelpunkt ist auch im Hebelgesetz. Das hat man doch das letzte Mal. Hebel, HBL ist der, der von keiner schlagen wurde. Im, was Luther als Abel übersetzt. Ab, der Vatergott, Abel, wenn man hier die Zweieradigsten nimmt. Der Geist in dir, das ja die Nichtigkeit heißt. Auch Eitelkeit. Aber da kann ich das Ei von dir schon mit nichts lesen. Der Kain hat den Hebel erschlagen. Das ist der Hebepunkt, das ist immer das Zentrum zwischen diesen zwei Wagen. Sind wir in einem letzten Selbstgespräch darauf eingegangen. Und dadurch wurde er unstet und flüchtig. Da wirst du jetzt feststellen, da hast du hier diese zwei radigsten ND 70, also 50-4, 70-4. ND ist die existierende Öffnung, das heißt Auf- und Abschwingen. Und die augenbleiblichen Öffnungen heißt auch dieses beweglich, dieses Auf- und Abschwingen. Das heißt, der, der immer ist, fängt an, in sich selber zu wogen. Er wühlt sich selber auf. Und das, was du in dir aufwühlst, ist das, die Gefühle, ist Fühlen, ist Wühlen. Du lebst in der Welt deine Interpretationen. Das ist jetzt nicht, das ist, dieses System geht so weit über normale divinatorische Systeme wie Astrologie und I Ching und so weiter, was es in der Welt gibt, Tarotkarten hinaus. Das sind auch wieder Untersysteme, arithmetisch verknüpfbar, streng arithmetisch verknüpfbar. Nicht diese Wischiwaschi-Arithmetik der Naturwissenschaft, die ständig mit Renormierungen sich die eigenen Formen hinbiegt, dass sie ihr Weltbild nicht verlassen müssen. Weil dieses Axiom des heliozentrischen Weltbilds wird nicht mehr in Frage gestellt bei denen, die so programmiert sind. Das Axiom des geozentrischen Weltbildes wurde nicht in Frage gestellt bei denen, die so programmiert sind. Immer wenn was Neues kommt, darum betone ich nochmal, aktuell ausgedachte Wissenschaft, egal in welches Jahrhundert du die jetzt zurückdenkst, ist immer davon ausgegangen, dass sie das Absolute schon wissen. Und immer wenn dann nötige neue Erkenntnisse dazugekommen sind, wurde die von der Naturwissenschaft immer massiv bekämpft. So wie bestehende Politik immer Neues, wirklich Neues bekämpft, weil das würde ja ihren Posten kosten. Also erwarte nicht von irgendwelchen Professoren, dass die dir das erzählen, außer Ausnahmen, die die Größe haben und zu denen einzigen, ich denke jetzt wieder an meinen Professor Rainer, an meinen Professor Johannes, aktuell, ich sage, halte den Mund. Ich denke an meinen Rabbi, wo ich sage, halte den Mund, du fliegst aus deiner Gemeinde raus, du wirst ein Nestbeschmutzer. Spiel deine Rolle weiter. Es muss dich nicht interessieren, wenn du mal losgelassen hast, dass deine Mitmenschen sowieso nicht überleben. Weil du wirklich verstanden hast, dass du ein träumender Geist bist. Der Einzige, der den Traum erlebt, ist der träumende Geist. Und wenn der wach wird, sind alle Probleme deines Traums durchschaut. Es ist wie der Führerscheinprüfungsbogen, wo du alle Fehler jetzt mit Freude erkannt hast und dann hast du die Prüfung bestanden. Und dann bist du nicht mehr ein träumender Geist, der letztendlich nicht bestimmen kann, was er träumt, weil hier im Nacken immer noch der Fahrschullehrer oder der Prüfer hinten sitzt, der ihn wohin schickt, in gewisse Situationen hinschickt, um zu zeigen, kann der eigentlich schon AI embarken? Kann er sich schon ins Nichts zurückziehen, ohne sich querzustellen? Merkt ihr, wie die Sprache zu dir spricht? Wenn du das bewiesen hast, dann ist dir Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt weg. Und jetzt wirst du auf die Wirklichen, auf die Freiheit, jetzt kannst du geistig dich dahin denken, wo du selber aus Neugier hin willst und nicht, weil ich dir das träumen lasse. Momentan steuere ich dich in die ganzen, in diese ganzen Stellen, wo du noch was zu lernen hast, weil du dich dagegen wehrst oder weil du meinst, das ist das einzig Richtige. Da lasse ich dich dann immer wieder weg von. Das nehme ich dir immer wieder weg, was du gut siehst, was du schön als klasse, das brauche ich ja für ewig. Es loslassen lernen. Nicht an dem Weidezaun festhalten. Der Weidezaun ist deine einseitige Meinung, die du verteidigst. Ob du links orientiert bist und meinst, es ist ja gut mit den Ausländern, wir müssen ja Menschen helfen. Ich sage ja, aber alle, nicht nur wieder welche, die du rausselektierst, die du als gut und hilfsbedürftig definierst. Und jetzt zum Abschluss. Und da haben wir natürlich auch mehrere Seiten. Ein alter Tipp, den ich seit einem Vierteljahrhundert predige. Das ist so mein Ausgangsbasis, wieder mein Bezi gewesen vor vielen Jahren. Wenn du dich schon ständig vergleichst mit anderen Menschen, die du dir ausdenkst, das erzeugt ein Riesenleid in dir, das erzeugt Neid in dir, das erzeugt Unzufriedenheit in dir, es erzeugt Hass in dir, es geht nicht um einen Vergleich, sondern auch ich bin ja ein Guter und die Rechtsradikalen sind ja die Bösen.
Rechts vor links muss abgeschafft werden. Wir sind in einer Vorschule. Das stimmt nicht. Es ist auch nicht die andere Seite richtig. Wenn du dich vergleichst, jetzt rein einmal auf das körperliche Wohlbefinden, dann vergleich dich nach unten. Und du rennst den ganzen Tag rum mit der tiefen, inbrünstigen, im Geiste sehen Überzeugung: Mensch, geht's mir gut. Wenn du krank bist, vergleich dich mit welchen, die noch viel kränker und viel geschlagener sind, ausgedachterweise wie du. Und du sagst: Gott sei Dank habe ich diese Krankheit nicht. Dir geht's super gut. Wenn du das ist, du willst doch, dass dir gut geht. Dir geht es nicht gut, wenn du dich mit Reichen und wenn du krank bist, mit Gesunden vergleichst. Das zieht dich runter. Dieser Vergleich mit einer Einseitigkeit, das ist immer eine Bewertung, eine Kritik. Jede Kritik, die eine Figur in dir äußert, die Grundlage ist, erst einmal bist du selbst. Und es sind Wissenselemente in dir. Es sagt nicht das Geringste aus über das Kritisierte. Das gilt übrigens auch jetzt, wenn man von rechten oder rechts- und linkspolitisch orientierten Menschen reden. Es sagt nichts, deine Kritik, auch deine Kritik, sagt nicht das Geringste aus über das, was du dir ausdenkst. Es sagt alles über das einseitige Wertesystem dessen aus, der mit dieser einseitigen Kritik arbeitet. Und dass dir deine Logik logisch erscheint, da kann ich jetzt nur tausendmal sagen, wenn ich einen Computer nehme, wird ihm seine Logik logisch erscheinen und keine anderen. Wenn er Basic-Betriebssystem hat, arbeitet er mit einer anderen Logik wie mit Windows oder mit Apple. Und wenn er ein Virus hat, den er sich eingefangen hat, dann ist dieser Virus für die Maschine, die ja kein Bewusstsein hat, vollkommen logisch. Es ist einfach nur eine Programmänderung. Ich sage wieder zwei Seiten. Ob du einen Computer, einer Software ein Update verpasst, was ich laufen mache mit deinem Geist, das sind Updates. Oder übrigens, die Dates kommen von Daten. Das hebräische Wort DT ist der Glaube. Das sind neue Beschwörungskünste, wo ich dir gebe. Aber du musst die zu nutzen wissen. Wenn ich dir ein Update gebe, ist das eine Programmveränderung, aber in Form einer Erweiterung. Alles Bestehende ist wichtig. Alles, was du weißt und was du bisher geglaubt hast, auf der Programmebene, diese Struktur ist wichtig und die vervollkommne mir jetzt, dass du vollkommene Bilder kriegst. Aber wenn du in die vollkommenen Bilder blickst, kommst du in eine höhere Chat-Ebene, die als Bild nicht mehr darstellbar ist. Erinnere dich mir um einen Kreis und ein Dreieck. Das sind Flächen, zweidimensional. Wir verbinden diesen Widerspruch des runden, eckenlosen mit was Eckigen und dann kriegen wir einen Kegel. Das ist ein Körper. Und jetzt denke ich mir an Kegel und eine Kugel. Und jetzt sag, verknüpf das einmal. Und dann müsstest du in das Vierdimensionale gehen. Das ist unser Einheitskreis. Da sagst du, das geht nicht. Und ich sage, im Wort, im doppelt aufgespannten Wort, Konsonantiradix, KGL, Kegel, KGL, Kugel. Jetzt kommst du in diese Verbindung, die mit Holofeeling basiert. Und du wirst die nicht betreten können. Jetzt komme ich wieder zu den Wohnungen, wenn du das bisherige Denksystem nicht zuerst einmal verletzt. Das heißt, das H opfern, diesen einen Buchstaben, einen lächerlichen Buchstaben opfern, dass du ein Wort dafür kriegst. Den Buchstaben opfern, dass du einen Satz dafür kriegst. Den Satz dafür opfern, dass du einen Absatz, einen Vorderspruch kriegst. Und das Ganze wird dann zu Geschichten, geistige Schichten, die mir aufbauen, bis dann das ganze Buch verstanden ist. Ist auch so, diese rudimentären in der Programmierung, diese 7 Stufen, die ich immer wieder zigfach früher durchgespielt habe, habe ich erst jetzt wieder mit jemandem gemacht. Hier und jetzt gedacht natürlich, in der Udo-Traumwelt, die gar nicht existiert, für dich jetzt rudimentär bloß Worte, weil es ein anderes Buch ist. Solange du in einem Buch drin steckst, kannst du in ein anderes Buch nicht reinschauen. Solange du auf dem Computer ein Programm, ein Videospiel laufen hast, kannst du im selben Moment auf dem Computer kein zweites laufen lassen. Du kannst auf der Festplatte ein zweites haben, aber dann musst du das aus dem Arbeitsspeicher raus, dieses Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Ich könnte jetzt einfach sagen, das Mensch, was übrigens sehr interessant ist, dass der Mensch, auch wenn du in die Etymologie gehst, neutral ist das Mensch. Das Menscher. Dann wird der Mensch männlich, wird durch das Mensch, kriegt im Hintergrund eine weibliche Komponente. Kann man mal nachschauen, wo das herkommt in der Etymologie, dass der auch alles stimmt.
Das Problem ist nur das zwanghafte chronologische Denken. Das, wenn ich immer das Wort Fasten nehme, ist ein schönes Beispiel, die zwei Widersprüche. Fest auf Gott vertrauen heißt es, erst seitdem, was weiß ich, 18. Jahrhundert, wird dieses Wort benutzt zur Einschränkung der Nahrungsmittelaufnahme aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen. Seit 8, seit dem blauen Ich, seit deinem blauen Ich, hast du aufgehört, dich fest an Gott festzuhalten, fest auf Gottes Worte vertrauen. Erstes blaue Ich seit dem 18. Jahrhundert. Weil wenn du nämlich auf Gottes Worte vertraust, dann wird dieses Festmachen, wird dann auch Fasten, wird dann Fast, extrem im Englischen Fast, weil dann fängst du an, mit Lichtgeschwindigkeit zu denken. Und alles, was du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, ist hier und jetzt. Du siehst es und es ist da. Du siehst die Sonne an und sie ist da. Du siehst dein Haus an und es ist da. Die Naturwissenschaft erklärt dir natürlich, dass das, was du siehst, ja vorher schon war, weil das Licht muss jetzt erst auf dich zufliegen. All das ist die Falle. Das ist die Falle der Naturwissenschaft. Und genauso haben wir natürlich die Fallen in der Religion und der Esoterik, weil ich sage, es gibt zurzeit in deinem Traum eigentlich nur eine Weltreligion, das ist dein Glaube. Weil du ja der Richter über alles und jeden bist. Lass uns doch einfach unsere Brüsselrolle weiterspielen. Das Schöne der Schauspieler, der fordert, der hier Trauer spielen muss. Der letzten Selbstgespräche das Beispiel. Was dann noch weitergeht, dass du ja nochmal, was ich dann noch weitermachen kann, dass du aus den Augenwinkeln schaust du in den Zuschauerraum rein, durch diese Maske. Und du siehst, wie da einige drin sitzen und heulen und ich, oh, Scheiße, war ich klasse jetzt, weil es die voll mitgerissen hat. Macht es, dass du Liebe wirst, dass du Liebe ausstrahlst, nicht nur Trauer. Und dass die Figuren in deinem Raum, die selber gar nicht machen, erschüttert sind von der Liebe, die du ihnen entgegenstrahlst. Weil dann müssen die das irgendwann einmal zurückstrahlen. Und so veränderst du deine Welt. Das lassen wir jetzt einmal gut sein. Gut, danke. Danke.